Und die Flüchtlinge haben wieder ein Flüchtlingsheim von selber angezündet, genau, und haben wieder nicht gerafft, wie der Herd funktioniert. Die dummen Scheiße. So funktionieren Medien. Na, geht schon los, oder was? Ich glaube schon. Machen wir jetzt hier Manipulation oder das andere? Machen wir jetzt hier zwischen Tür und Angel Podcast, oder was? Machen wir doch erstmal das, was ich hier als Brief vorliegen habe. Medien als Mittel zur Manipulation. Durchatmen, Robin, durchatmen. Hallo Leute. Ich komme vielleicht gerade so von draußen her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet nicht so ganz. Aber Tino, jetzt kommt es erstmal Rechtfertigungspodcast. Ja, wir verlangen eine öffentliche Entschuldigung von dir. Tino, was ist denn gerade passiert? Ja, der Tino, ja, der kommt wie gewohnt pünktlich um eins zur Podcastaufnahme für den Brennpunkt Hörerwunsch. Er wartet, er sitzt da, ja, 5:05, naja, kommt ein bisschen später, der Robin. 10:50, naja. Was, 10:02? 10:01, meine ich, ist okay. Und so 10:50 dachte ich mir, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, er schrieb gerade noch in der Telegram-Gruppe und ich dachte, komisch, rufst du ihn doch mal an. Ja, und dann ruft er zurück irgendwann und sagt, das, ja. Moment, warte mal, was? Es ist deine Rechtfertigung, das musst du erzählen, nicht ich. Genau, also folgendermaßen, haben sich die Stargäste bei mir die Türklinke gegenseitig in die Hand gedrückt die letzten 24 Stunden. Ne? Gestern Livestream gemacht, kommt auf einmal Maggie an, so, hat gesagt, ey, ich weck dich morgen, machen wir schön Frühstück zusammen, früh um 9. Sie hat mich natürlich irgendwann, was weiß ich, erst 9:30 oder nee, noch später. Also gefrühstückt haben wir im Endeffekt 11:30, habe ich jetzt reicht so ja zurückgerechnet. Ich auch. Aber dadurch hat sich das alles ein bisschen verschoben. Da dachte ich, oh, ist ja noch Frühstück, alles entspannt und so. Und auf einmal heißt es dann halt auch von meinem guten Homie Friedrich, ne, mein Skaterboy, ey, yo, ich habe Freistunde vor Religion und so, ich komm mal rum, mach mir eine Pizza bei dir. Easy, Friedrich. Friedrich ist bei mir immer willkommen. Christopher, der ja auch bei mir im Haus wohnt, ist mit Friedrich in einer Klasse und kommt einfach vorbei, macht euch Pizza, so, dann sitzt man also und die würchen sich übelst hektisch hier Bulimie fressen, das, die Pizza rein, so, und auf einmal klingelt's Telefon und Tino schreibt, ey, ich warte hier auf meinen sexy Podcast-Kollegen. Und deswegen sitzen wir jetzt doch noch hier, denn ich habe es natürlich geschafft. Ich bin mit ABBA schnell hierher gedüst. Du warst sehr schnell hier tatsächlich. Ja, wenn ich mir ABBA anmache, weißt du, da baller ich mir so. Money, money, money. Nee, gimme, gimme, gimme. Ach so. Und ich habe halt nicht auf die Straßenverkehrsordnung geachtet. Also das wäre dann Tinos Schuld gewesen, wäre ich jetzt verunglückt. Und klar, ich musste meinen Reifen noch aufpumpen. Also muss ich sagen, dafür war ich wirklich ausgesprochen schnell hier. So. Schreibst du mir, was noch, hast du heute schon geleistet? Schreibst du mir irgendwie, ich bin gerade über eine Ampel gefahren. Ich dachte mir, ja, dann tu das Handy weg, Alter. Während der Fahrt. Zwei. Ja, ich musste den Song noch einstellen. Ja, und dann hupte halt so ein Auto hinter mir, weil ich über Rot gefahren bin. Da dachte ich mir, das ist jetzt so witzig. Das ist den Gag wert, jetzt Tino noch eine Sprachnachricht zu schicken, dass ich gerade am Verunglücken bin. Aber da ich ja schön größer bin als Jesus Christus, habe ich dir verziehen. Und jetzt sitzen wir hier im Studio und haben noch keine Sekunde darüber geredet, was eigentlich unser Thema heute ist. Wir reden über Medien als Mittel zur Manipulation. Aber den wichtigsten Punkt hast du ja hier vielleicht übersehen. Ne? Er hat ja auch gesagt, irgendwas anderes, wenn wir das Thema scheiße finden. Ach so, also Erdnüsse. Bist du allergisch? Ja. Nein. Ich finde Erdnüsse eigentlich ganz okay, aber ja, wenn es um die gemeine Nuss geht, muss ich sagen, ist dann doch die Haselnuss mein Favorit, würde ich sagen. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, durch Nutella und andere Aufstriche, muss ich sagen, bin ich auch ein großer Fan von Haselnuss. Die hat ein bisschen was Süßliches, ne? So eine Walnuss zum Beispiel, die hat immer so ein bisschen sowas Herbes dabei, das finde ich nicht aber so zu gut. Weihnachten Walnuss ist schon geil mit so. Walnuss, ne, ja, sprichst du die aus, nicht Walnuss? Walnuss, ja. Walnuss. Weil die so groß sind wie Wale. Also das ist eine Frage, die wird definitiv jetzt geklärt werden müssen, ob das Walnuss oder Walnuss ausgesprochen wird. Oder Kokosnuss. Kokosnuss ist natürlich auch geil, wobei richtig ich Kokosnuss, geil, wenn ich an Nüsse denke, denke ich nicht sofort daran. Das ist eher, nee, nicht wirklich. Offiziell ist es wohl eine Nuss, sonst würde es nicht im Namen stecken. Aber auch Erdbeeren, habe ich gehört, sind Nüsse oder Kerne, irgend sowas. Erdbeeren sind Kerne? Laut Definition irgendwie Nüsse. Sind die nicht eher, nee, nicht Wurzeln? Es kann sein, dass die Nüsse sind. Nee, ja, doch wegen diesen kleinen Dingern, die sie dran haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich finde, Erdnuss ist so die, wenn man sonst nichts hat, ne? Alleine Erdnussflips und so, ich weiß nicht. Das sind irgendwie, die sind die Afroamerikaner unter den Menschen. Ja, man nimmt es halt, wenn es da ist. Gott, Alter. Kennst du eigentlich den Begriff Elefantenpuppe?
bei Erdnussflips? Nee, noch nie gehört. Hatten wir auf dem Dorf damals. Na Dino, willst du auch Elefantenbubel? Ich habe jetzt hier nichts Kritisches gegen Afroamerikaner. Ich habe das nur als Thema gerade präsent, aber das dann im nächsten Brennpunkt, obwohl der wahrscheinlich schon ausgestrahlt ist, wenn ihr das hier hört, gibt es gerade so ein heißes Thema. Aber das erzähle ich dir dann morgen beim Aufnehmen vom richtigen Brennpunkt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Gut, Erdnüsse. Erdnüsse, ein sehr schönes Thema. Ja. Ach, Walnuss wollte ich noch eingeben. So. Dict.cc ist echt? Auf jeden Fall die... Walnuss? Ja, es wird halt... Ich dachte, es ist nur ein L. Walnuss. Wir gucken mal, was Dict.cc sagt. Dickpick.com. Walnuss. Also, das ist was? Halt eine Walnuss. 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 Oder Walnuss. So, so. Aber ja, was ist... Siegreiche Lächeln hier, ja. Heißt, gibt es nicht auch eine Wallfahrt oder so? Bei den Christen oder bei diesen Wallfahrt? Wallfahrt? Oder Wallfahrt? Ja, also ich glaube... Das ist die Frage. Das, nee, das, also was ist denn Wall oder Wahl? Das, die hat ja nichts mit einem Wahl zu die tun. Die Bundestagswahl. Gott, Alter. Bundestagswahlnuss. Oder ein Buckelwall. Wallfahrt. Na, Wahl. Ah, okay, das wird definitiv mit Doppel-L geschrieben. Aber die Walnuss wird mit A-L geschrieben. Ja. Das heißt eigentlich Wahl. Walnuss, Name... Mit Doppel-L wäre es Walnuss. Name, Herkunft. Also, siehst du, wie die Medien uns gerade manipulieren? Absolut, ja, schon wieder. Aber wir haben ja gesagt, oder Wal. Wir haben also die Wal haben wir. Auf Englisch heißt sie Persian Walnut, vom altenglischen Walnutu. Also W-E-A-L-H, ganz komisch. Jetzt hast du auch gesagt Walnuss. Fremde Nuss. Fremd. Daher auch deutsch gelegentlich persische Wal oder Walnuss. Dänisch Walnut. Schwedisch Walnut. Der Name bedeutet ursprünglich welsche. Also von den Romanen herkommende Nuss, da sie über Frankreich. Aber Wales? Walnuss? Es heißt Walnuss. Komm, wir einigen uns okay, drauf. Okay, Walnuss. Walnuss. Aber du hast gesehen, hier ist fremde Nuss. 2015 kamen sehr viele Walnüsse hier nach Deutschland. Ja. Gut. Schreibt es in die Kommentare, liebe Leute. Was sagt ihr? Sagt ihr Walnuss, Walnuss oder Walnuss? Okay, das machen wir. Ja. Ich mache unten unter die Kommentare, schreibe ich einen Kommentar Walnuss mit Doppel-A ja. Und einen mit Doppel-L. Genau. Und dann wird es ein für alle Mal per Medien ja. Entschieden. Denn wir haben ja einen süßen Mokka-Brief von Mokka, Alter. Da oben stand halt More Fuckers und das ist Mokka-Brief. Ist nah dran. Also Fatih aus Aachen hat uns einen wundervollen Brief geschickt. Haben wir ja schon mal vorgelesen, machen wir jetzt hier nochmal in Gänze nicht. Er wünscht sich das Thema Medien als Mittel zur Manipulation, gibt dann auch noch Anstöße, die lese ich aber erst vor, falls wir jetzt hier gar nicht mehr irgendwie zurande kommen sollten. Und hat halt wirklich hinterher gesagt, euch sei kreativer Spielraum gegönnt, das haben wir gerade sehr erfolgreich ausgenutzt. Und wenn es nicht unser Thema ist, dann können wir gerne was anderes machen. Im Endeffekt wünscht er sich nur einen neuen Brennpunkt. Hörerwunsch. Kann er haben. So, bitteschön. Er hat sogar 5 Euro mehr bezahlt als die anderen. Ne? Ja. Da müssen wir mindestens eine Minute länger machen als eine Stunde. Ja, aber das ist ja eh so ein bisschen Tradition, dass wir überziehen, obwohl wir heute wird es schwierig. Vielleicht ein bisschen Zeitdruck haben. Ja, ein bisschen. Wir haben 2 Stunden Zeit, um 2 Hörerwünsche zu machen. Rechnet es euch selber aus. Eigentlich 2,5. Ja, eigentlich 2,5, aber irgendetwas ist dazwischen gekommen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, gut. Medien als Mittel zur Manipulation. Ja, Leitmedien, das ist ja so ein perfektes Stichwort eigentlich. Ja. Ne? Das habe ich ja auch schon oft hier angeprangert. Ich will jetzt nicht wieder den Tino hier machen und sagen, in den rechtspopulistischen Medien wird das gerne mal genutzt. Aber so ein Tim K. Ist ja zum Beispiel, ja, so ein YouTuber, der jetzt schon eher im rechten Spektrum anzuordnen ist, was ja erstmal okay ist, man rechtspolitisch, also eher konservativ und so, das ist alles erstmal in Ordnung. Ja? Das also ist rechts ja, ist nicht konservativ, aber okay. Ganz vorsichtig wollte ich es jetzt formulieren. Der ist auf jeden er Fall ist so eher ein bisschen Nazi-Schwein, nur ein bisschen. Gott. Erzähl, komm. Sorry. Der verwendet auf jeden Fall sehr oft das Wort Leitmedien. Ja. So, genau wie dieses Linksversifft und so. Aber ist das denn so? Man sagt ja schon eher, dass die Presse schon eher linksorientierter ist. Mhm. So. Aber vielleicht auch, weil links so ein bisschen mehr für Freiheit steht. Ja. Und rechts vielleicht ein bisschen weniger, wenn ja. man in Richtung China guckt, in Richtung Brasilien guckt, in Richtung Nordkorea guckt oder alles andere, was da so gibt.
wie zum Beispiel Nazi-Deutschland. War jetzt vielleicht auch nicht der freiste Raum. Ich denke auch, wir hatten das Thema schon mal in irgendeinem Brennpunkt, dass ich mal gesagt habe, dass ich glaube, dass linke Leute eher dazu neigen, in die Medien zu gehen und auch in diese journalistische Richtung zu gehen. Oder in die Gerber. Oder in die Gerber gehen. Hm. Und so rechte Leute haben ja nicht gerade so in ihrem, das Wort Recherche in ihrem Wortschatz. Also sie drehen sich ganz gerne ihre Geschichten. Und ich habe das ja mal verfolgt und habe auch wissenschaftliche Arbeiten gelesen zum Thema Manipulationen von links und von rechts. Die gibt es von links auch zu Genüge. Aber es ist eine ganz andere Staffelung und eine ganz andere Dimension. Also wenn mal irgendwie ein Flüchtlingshelfer oder irgendein linken Politiker irgendwas faked, dann ist es ein Riesenaufschrei. Aber es passiert halt von der rechten Seite jeden Tag, dass irgendwelche Fake-Meldungen erscheinen. Bestes Beispiel war damals von die Rechte, glaube ich, die sogenannte Eingliederungshilfe, die es für Flüchtlinge geben soll. 3.000 Euro im Monat. Was auf YouTube, Facebook viral ging, die es überhaupt nicht gibt für Flüchtlinge. Also Eingliederungshilfe gibt es für behinderte Menschen. Die bekommen das für Assistenzen. Aber ist ja das Gleiche. Aus rechter Sicht ist behindert und Ausländer ja das Gleiche. Für manche schon, ja. Die Aktion T4, glaube ich, die es damals gab, die Behinderten einfach auszurotten. Ja, aber ich würde vielleicht mal 3 Schritte zurückgehen, bevor wir wieder in dieses Links-Rechts-Ding abdriften. Das ist hier vielleicht sogar echt ein bisschen zu präsent. Brauchen wir auch gar nicht heute. Wir können vielleicht mal hier was anmerken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im Brennpunkt hatte ich das noch nie irgendwie angesprochen, aber der dritthöchste Post auf Reddit, auf all time, bla, ne, kannst ja sortieren, alle und dann das am besten bewertetste. Ich glaube, das ganz, ganz oben ist einfach nur ein Bild von dem Senator, beziehungsweise von Palpatine aus Star Wars, kennst du, ne? Klar. Es ist halt so ein Post, Senat votet das hoch und wenn das dann Leute googeln, wenn Leute Senat googeln, sehen sie dieses Bild so. Mhm. Das ist, glaube ich, Nummer 1. Nummer 2 bin ich mir gerade nicht sicher, das ist wahrscheinlich auch Thanks Obama oder so, als dann Obama quasi raus ist aus dem Weißen Haus. Mhm. Einfach nur ein Bild von Obama. Und der dritte Post, wenn ich mich gerade nicht täusche, müsste sein eine Zusammenstellung. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, irgendwas, this is extremely dangerous for our democracy oder so könnte es heißen. Oder nee, es kann auch sein, dass er heißt, this happens, this is what happens. Also das ist, was passiert, wenn Medien von irgendwas in einem übergeliehenen Konzern gesteuert werden. Irgendwie sowas so. Mhm. Und dann siehst du halt einen Zusammenschnitt. Also ihr könnt es ja nachprüfen, geht auf Reddit, ne, sortiert, Top Posts, All Time, zah. Und dann siehst du einen Zusammenschnitt, wie ganz verschiedene Newsstationen in Amerika den gleichen Text sagen. So Stück für Stück siehst du halt, okay, der fängt an, bla, das ist sehr ungünstig. Und dann hat sich, und Schnitt spricht der andere fließend weiter so. Und am Ende kommt es darauf hinaus, dass einer sagt, das ist extrem gefährlich für unsere Demokratie. Nächster Schnitt, das ist extrem gefährlich für unsere Demokratie. Und dann denkst du schon, Alter, das ist echt hart so. Und auf einmal splittet sich das Bild so auf in 50 Unterbilder und alle sagen es gleichzeitig, genau diesen gleichen Text so. Dann merkst du halt schon, dass da im Hintergrund irgendwie so eine Newsagentur oder vielleicht auch staatlich eingemischt, wer weiß, guckt es euch einfach mal an, dass die quasi ein bisschen diktiert haben, was gesagt werden soll. Und die Ironie dabei ist ja, dass genau das, was da gerade passiert, extrem gefährlich für die Demokratie ist, wenn alle das Gleiche verbreiten so. Die beziehen sich eben alle auf die gleichen Quellen letztendlich. Wenn jetzt irgendwelche Katastrophen sind oder irgendwelche Regierungsgeschichten sind. Aber 1:1 den gleichen Text vom Teleprompter vorlesen, das ist halt schon hart. Das ist seltsam tatsächlich. Das finde ich auch gerade komisch. Ich würde mir das gerne mal angucken. Ich kann es dir in der Pause dann mal zeigen. Aber ich kenne halt selber auch die Arbeit in der Redaktion. Ich war ja auch ein halbes Jahr bei der TA TLZ als Fotoredakteur. Und ich habe sowas halt null mitbekommen. Klar, war das nur eine Lokalredaktion, in Anführungsstrichen. Aber selbst die bekommen häufig den Vorwurf der Manipulation von ganz oben. Und die hatten wir einfach nicht. Also wir haben wirklich jeden Tag Konferenzen geführt und hatten die Pressemitteilungen bekommen und sortiert und ausgewählt. Und da gab es keine Instanz von ganz oben. Also was wir morgens besprochen haben gemeinsam, war auch am nächsten Tag dann in der Zeitung letztendlich. Ich bin auch jetzt nicht der krasse Verschwörungstheoretiker oder so, dass ich sage, hier, ne, ist alles staatlich kontrolliert, was hier irgendwie, ne, weil dann könnten wir jetzt auch gar nicht vielleicht so darüber sprechen, wie wir es gerade tun. Aber also ein bisschen gibt es das auf jeden Fall, meiner Meinung nach, und zu einem Teil wahrscheinlich auch vielleicht aus Faulheit, weil zum Beispiel, wenn hier irgendwie DPA oder so irgendeine Pressemitteilung rausgibt und das dann alle einfach direkt übernehmen. Ja, sehr oft. Weil dann die sparen sich halt die Arbeit und haben trotzdem maximalen Profit quasi raus oder minimalsten Aufwand, ne? Ja. Und es gibt Politiker, die auch versuchen, gewisse Beiträge nicht erscheinen zu lassen. Und es gibt auch diese
was war das denn, so ein Anrufbeantworter oder irgendwie so eine Nachricht von Christian Wulff, der verhindern wollte bei der Bild, dass ein Bericht über ihn erscheint und was mir das Genick gebrochen hat, mehr oder weniger. Das gibt es, aber trotzdem erschien der Artikel. Und da kannst du ja sehen, dass selbst ein Bundespräsident da nichts machen kann gegen solche Berichte. Mhm. Und auch Merkel hat keinerlei Nachrichtensperre verhängt, als es hieß, dass sie zittert oder irgendwas. Das stimmt. Und ich habe auch mal einen schönen Bericht gelesen oder eine Reportage gesehen über, werden die deutschen Medien von Merkel gesteuert oder von der Merkel-Regierung? Dann haben sie halt irgendwie die letzten Spiegelcover gezeigt, wo ständig hieß es irgendwie Merkel amtsmüde und hier hat sie wieder einen Fehler gemacht und da sind die Menschen unzufrieden mit ihr. Merkel würde abgewählt werden, wenn wieder Wahlen wären. Und das gibt's nicht in der Diktatur oder in der Meinungsdiktatur. Und das ist eindeutig, finde ich. Ich mache jetzt erstmal kurz das Fenster auf. Do it. Es ist sehr warm. Es ist nämlich warm und ich habe in der Aufnahme das letzte Mal gehört, so schlimm hört man es gar nicht. Das kann man. Ah, schön. Das ist ganz okay. Also ein bisschen Frischluft. Und ich hatte erst vor wenigen Wochen ein Interview mit einer Redakteurin, mit der ich auch früher zu tun hatte. Und die meinte auch, dass sie es schön fände sogar, oder nicht, also ironisch hat sie das gesagt, es wäre auch schön wäre es, wenn wir gesteuert werden würden, da wäre ich nämlich viel freier, also müsste ich nicht so viel arbeiten. Aber ich muss jeden Tag knallhart meine Recherchen führen, ich muss Artikel schreiben und da gibt es keine höhere Distanz, die das irgendwie steuert. Und sie findet diesen Vorwurf lächerlich. Und ich habe viele, viele Bekannte und Freunde, die in Redaktionen sind, MDR, ZDF. Ich kenne ganz viele, auch Heute Show. Und da gibt es keinen, der irgendwie gelenkt wird. Also ich erlebe es nicht aus meiner Erfahrung. Wenn es so wäre, würden sie es wahrscheinlich nicht sehr offen zugeben. Dann wirklich nur im allerstillsten Kämmerlein. Aber also dieses Manipulationsding muss man vielleicht auch ein bisschen aufsplitten, weil es ist ja das eine. Oh, hat man die Tür nicht richtig zu. Verdammt. es ist ja das eine. Also man kann ja auch manipuliert werden, wenn man so will, von einem Videospiel, weil es einem englische Wörter beibringt. Oder vielleicht auch, was weiß ich, du bist ein kleines Kind und lernst Wörter, die du vielleicht noch nicht wissen sollst oder sowas. Mhm. Das kann ja auch, also Manipulation im Sinne von, also es gibt ja schon, ne, der Grundgedanke Manipulation, da sitzt irgendwo so ein Ältestenrat, ne, und die malen sich jetzt aus, okay, wir machen jetzt ganz gezielt irgendwas in diese Richtung, dass dann alle glauben, das ist so und so. Mhm. So, aber es gibt ja auch viel softere Manipulation, ob das jetzt pauschal was Schlechtes sein muss, ist ja vielleicht auch zur Debatte freigegeben. Ja, schon die Auswahl der Themen, die in der Zeitung kommen, selbst das ist ja eine Manipulation in dem Sinne. Mhm. Du kannst ja nicht alles, was passiert auf der Welt, in die Zeitung reinpacken oder in Nachrichtensendungen. Das wird schon ausgewählt nach Relevanz und das machen ja auch letztendlich Menschen. Und selbst diese Auswahl zu treffen, ist eine Manipulation, technisch gesehen. Aber dass da eine Meinung gelenkt wird, das glaube ich wiederum nicht. Es wird nur so ein bisschen manipuliert, was die Leute zu sehen bekommen und was ausgewählt wird als relevante Meldung. Das ich hätte ja auch gerne mal gegen die Bild-Zeitung zum Beispiel. Die ist ja vielleicht so ein Extrembeispiel. Mhm. Und selbst bei der glaube ich, dass da jetzt nicht die große Agenda vielleicht dahinter steckt, sondern dass man einfach nur die Themen so aufbereitet, dass sie quasi am meisten Medienbuzz generieren. Weißt was du? Sich verkauft. So ein bisschen, genau. Ja. Das muss jetzt gar nicht irgendwie, deswegen drehen sie sich ja auch so ein bisschen im Wind, ne? Wenn gerade der Flüchtling nicht so beliebt ist, sagen sie, hier, guck mal da hat der Flüchtling wieder alle abgestochen. Wenn es dann aber auf einmal heißt, irgendwie Nazis haben einen Kindergarten angezündet oder oh, so. Oh, wir helfen. Und genau, also ich glaube wirklich, dass es einfach nur da so ein bisschen ist. Aber das ist dann auch ein bisschen, nicht self-fulfilling prophecy, aber so ein bisschen, ne, was am meisten irgendwie die Aufmerksamkeit ranzieht, wird dann auch am meisten bedient wiederum. Mhm. Also auch ein bisschen dumm. Aber im Grunde kann man sich ja auch selber aussuchen, vielleicht ein bisschen, wie man manipuliert wird oder sich manipulieren lässt oder sich selbst manipuliert, indem man ja einfach verschiedene Quellen zur Verfügung hat, genau, die man theoretisch ansteuern könnte. Hatte ich ja auch schon. Auch ausländische Presse zum Beispiel. Ja, deswegen, ich mag halt das schon eher, internationale Sachen zu lesen. Und wir hatten das ja auch schon, dass jetzt, wenn einer sich in seiner Facebook-Bubble begibt, ne, und wirklich nur immer wieder die gleichen Quellen da, dass dann halt klar irgendwie eine gewisse Meinung da schon immer weiter verfestigt wird. Und ich stelle mal die Frage in den Raum, muss denn Presse neutral sein? Ja, sie sollten schon bestrebt sein. Also wenn ich jetzt das Beispiel Hongkong zum Beispiel nehme. Ja. Ich sag nochmal das Wort Beispiel, weil ich habe das in den letzten zwei Sätzen noch nicht oft genug gesagt, beispielsweise. Exempel. Also ist natürlich klar, dass jetzt nicht alle Demonstranten und ja, alle, die da sind,
da sind auch Leute dabei, die protestieren und Dreck am Stecken haben oder was weiß ich, sinnlos die Polizei angehen oder so. Und theoretisch muss man halt irgendwie versuchen, das neutral abzubilden. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. So. Aber ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde schon, es sollte zumindest der Anspruch sein, dass man, also es muss ja nicht neutral sein, aber beide Seiten zu beleuchten, in dem Fall zum Beispiel, wäre vielleicht ein Ansatz. Ich weiß halt, dass ich zum Beispiel ein bisschen einseitig davon vielleicht berichtet habe, aber in dem Fall sage ich mir halt, wenn da 3 Millionen Leute auf die Straße gehen und ein paar davon machen halt Beef mit der Polizei, das ist halt so ein winziger Teil, da kann man vielleicht auch mal drüber hinwegsehen, weil der eigentliche Kern der Sache ist einfach, die wollen Demokratie, die wollen ihre Rechte, die wollen ihre Unabhängigkeit. Und da sehe ich erstmal nichts Schlechtes dran. Das ist genau wie das Beispiel Greta Thunberg. Die hat natürlich auch mal eine Plastikflasche in der Hand. So, aber im Grunde, sie ist halt eine der wenigen Personen, ob ihr das gut findet oder nicht, aber es ist halt eine der wenigen Personen, die dafür steht, den Planeten wirklich besser machen zu wollen. Die Grundaussage bleibt letztendlich, auch wenn sie minimal gegen ihre eigenen Vorschriften verstößt. Wenn sie jetzt bei dem, was sie tut, irgendwie Menschen umbringen würde oder so, könnte man auf jeden Fall drüber reden, dass es das vielleicht nicht wert wäre. Aber wenn sie, es geht ja erstmal um Awareness, okay, das ist sinnlos eigentlich mit dem Boot darüber zu segeln und es ist auch sinnlos, weil nicht jeder kann sich irgendwie so eine 4 Millionen Dollar Yacht oder sowas leisten, das ist alles klar. Aber erstmal, alleine dadurch, dass sie es gemacht hat, hat sie so viel Medienaufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Die Symbolik ist wichtig. So, und da kann man halt einfach drüber hinwegsehen, jetzt auch noch zu kritisieren, aber die hat da eine Plastikflasche und irgendwelche Leute müssen da vielleicht mit dem Flugzeug hin und her fliegen und das Boot zurückfahren oder irgendeine Scheiße. Das finde ich, das ist da nicht so relevant. Da werden Gegenargumente gesucht, ganz oft. Ja. Aber ich finde, das ist ein großes Missverständnis, dass man denkt, dass Medien neutral sein müssen. Das glaube ich nämlich nicht, denn wir haben ja im Grundgesetz auch eine Verankerung der Meinungs- und Pressefreiheit. Ja. Und nur weil es eine Presse gibt, heißt es nicht, dass sie neutral sein muss. Dann darfst du aber auch nicht über einen Stützenberger oder wie sowas abhaten, ne? Warum? Naja, also du kannst es natürlich schlecht finden, was er macht, aber absolut, dann ist es sein gutes Recht, darum geht es. Ein sehr gefärbtes Bild in seine, also eine sehr vorgefertigte Meinung in seinen Interviews reinzubringen. Ja, genau. Ich habe das auch nicht kritisiert. Ich habe nur kritisiert, dass er sich als neutral ausgibt und sagt, er würde ja neutral berichten. Hat er das gemacht? Bei Kompakt und solchen Geschichten heißt es immer, wir sind die Einzigen, die neutral berichten, die aber die Einzigen sind, die ganz groß AfD-Werbung auf ihren Covern draufschreiben. Okay. Das ist halt der Widerspruch an sich. Ich glaube, für mein Empfinden ist es nur wichtig, dass so staatliche Medien, dass sie einigermaßen neutral sind, wie jetzt die Tagesschau oder also ZDF, ARD, die müssen das Volk ja informieren. Das ist für mich halt so ein kleiner Widerspruch, auch anhand des Beispiels mit, das ist sehr gefährlich für die Demokratie, wenn halt wirklich verschiedene Stations staatlich kontrolliert sind. Ich weiß nicht, ob man staatlich kontrolliert und gleichzeitig super unabhängig sein kann. Das ist... Also du merkst halt zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt Funk, ja. Du merkst halt bei Funk ganz klar, da steckt eine gewisse Agenda dahinter. Das wird dieses ganze, auch Genderpolitik und so und alle sind glücklich miteinander und wir machen bloß keine Witze unter die Gürtellinie und so. Das steckt da auf jeden Fall alles so ein bisschen drin. So, und wenn du jetzt bei Funk arbeitest und auf einmal so ein Brennpunkt Internet da machen würdest und so zwischen Tür und Angel sagst, haha, guck mal, der Schwarze, der bringt bestimmt sein Wasser vom Brunnen her oder was weiß ich, irgendwas total Dummes. Ich glaube nicht, dass der Staat dann sagt, okay, das ist toll, was du hier machst. So. Ja, man darf ja nicht unterscheiden, also man muss ja unterscheiden zwischen einer Agenda, die man hat und Werten, die man vermittelt, so als demokratischer Staat. Also wenn jetzt Funk zum Beispiel Sachen unterstützt, wie zum Beispiel LGBTQ+, freundliches Material oder solche Geschichten, dann ist es ja eine Wertevermittlung der Demokratie, in Freiheit leben, alle gleich sind. Aber dennoch muss es ja möglich sein, gewisse Witze zu machen. Ja. Ist natürlich jetzt nur meine Meinung. Wenn man Witze macht auf Kosten von allen, also ich mache ja auch genauso Witze, haha, ich kann nicht riechen, bla bla, so. Weißt du, auch auf meine Kosten. Und wenn man wie Raka Raka Ali, guter Mann. Wenn du Witze über jeden machst, machst du im Grunde Witze über keinen so. Also nicht auf Kosten von jemandem. Gut, über Witze rede ich ja gar nicht. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Das war jetzt ja meine Meinung. Wenn ich als Brennpunkt Internet bei Funk mich anmelde, werde ich wahrscheinlich nicht genommen. Weil. Nee. Wobei bei Funk doch jetzt auch diese komische Franziska Schreiber ist. Sagt mir gar nichts. Die ist eine AfD-Aussteigerin, die aber auch nicht links geworden ist. Die ist einfach nur jetzt.
ihr ist die AfD zu extrem. Sie ist trotzdem relativ konservativ. Und kann man aber jetzt auch sagen. Die holen wir mal ins Boot, um den Leuten zu zeigen, dass die AfD nicht gut ist. Also oder? Funk wurde von vielen Seiten kritisiert dafür. Ja. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Oder was? Ja, ich finde es aber gar nicht so schlimm, weil sie jetzt wirklich keine rechten Themen ach doch, warte propagiert. Mal, klar. Die war, glaube ich, auch bei diesem Rezo-Gespräch dabei. Möglich, weiß ich nicht. Ist doch, die hat ein Buch geschrieben irgendwie und so. Genau, Inside AfD. Ja, die war bei der großen Diskussion nicht mit Axel Fotz, glaube ich, sondern Rezo, sie und noch zwei andere. Das war so eine große... Bei Worldwide Wohnzimmer. Genau. Ich glaube, Kevin Kühnert oder so war da doch dabei. Nee, das war nicht Worldwide Wohnzimmer, aber die haben es, glaube ich, moderiert. Mit so zwei Gruppen. Ist auch egal. Wurde ich wieder von den Medien manipuliert. Ja. Also, um mein Lieblingsmedium hier, Metal Gear Solid 3, nochmal reinzubringen, das hat mich auf so positive Art und Weise manipuliert. Nämlich, dass ich jetzt alle anderen Videospiele im Vergleich nicht mehr so gut finde. Ja, Manipulation findet auf vielen Weisen statt. Ja, natürlich. Da muss man nicht nur ganz groß denken, von wegen Meinungsmanipulation. Es geht auch um so kleine Manipulationchen, die man so hat. Manipulationchen. Wir lesen einfach mal hier rein, was der Kollege Fatih eigentlich von uns wollte hier. Damit könnte man zum Beispiel meinen, dass es einen nahezu unendlich großen Pool an Ereignissen gibt, über die Nachrichten, ach, das hat man schon, über die Nachrichtensender berichten können. Jedoch kann man aufgrund der Menge nicht über alles berichten und es muss gefiltert werden. Durch die Auswahl ganz bestimmter Ereignisse können allgemeine Meinungen der Gesellschaft zum Teil in eine gewisse Richtung gelenkt werden. Und da im Grunde alle Nachrichtensender über sehr Ähnliches berichten, muss es eine Instanz geben, die zu berichtenden Ereignisse auswählt. Nur ein Gedankenspiel, soll nicht wie eine Verschwörungstheorie wirken. Des Weiteren sitzen im Vorstand einiger Sender Politiker, die nicht durch Zufall da gelandet sind. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie ihre Position in ihren eigenen politischen Interessen nutzen. Ihr müsst euch aber nicht auf Nachrichtensender beschränken, Medien im Allgemeinen sind gemeint. Da hast du einen Punkt vergessen. Schwach. Das soll als Hilfestellung reichen. Ja, im Grunde das Erste hatten wir ja schon angesprochen. Dieses Aussortieren. Und da ist auch was dran so. Also wenn... Aber es ist Angebot und Nachfrage. Ich glaube nicht, dass da eine größere Instanz drüber ist, die jetzt wirklich sagt, verbietet mal irgendwie, dass den ganzen Tag nur über Greta Thunberg oder so berichtet Nein, wird. Nein, das gibt es nicht. Es ist halt wirklich, wenn jetzt von heute auf morgen das 10-fache, das 100-fache an Leuten auf einmal bei Fridays for Future oder so wären. Dass irgendwie wie in Hongkong, was weiß ich, die Hälfte der Gesellschaft ist plötzlich freitags auf der Straße, demonstriert für Umweltschutz so. Dann würde halt auch innerhalb von einer Woche das komplette, das wie es repräsentiert wird in den Medien, würde umkippen und es würde viel präsenter werden. Also im Endeffekt, ne, es ist eure Macht. Ja, es genau, wird nach Relevanz sortiert und das ist auch gesehen, dass bei Pegida laufen jede Woche so 1000 Leute um die rum und die berichten ständig darüber, aber als in Berlin diese Demos waren gegen Artikel 13, hat kein interessiert, so in den etablierten großen Medien. Ja, da gab es wenig Feedback von denen und ich wenig glaube, Berichte. Ich glaube, da spielt aber wieder eine Rolle, dass die Artikel 13 Gegner sehr jung waren und es ist ja nun mal so, dass die Politik und vielleicht auch ein bisschen Nachrichtensender sich an ihre Zielgruppe richten, die nun mal wer von 20 oder so, unter 20, guckt denn noch Nachrichten im Fernsehen? Oder also ich glaube, die Pegida-Leute sind ältere und die erreichst du eher als Politiker und als Nachrichtensender. Und auch hier würde ich sagen, Angebot, Nachfrage. Beziehungsweise ist natürlich scheiße, ja. Aber ich kann es verstehen, warum man sich als Politiker jetzt eher an seine Wählergruppe richtet, wenn man als CDUler eher beim Musikantenstadel auftritt als bei Rock am Ring. Also ich muss ja echt sagen, so als Mensch aus Deutschland, so wir müssen nur mal nach links und rechts und oben und unten gucken, so in Europa, was so passiert, was es für Staaten und für Regierungen gibt und wie sie einzuordnen sind und wie die Pressefreiheit tatsächlich ist, wenn ich nach Russland gucke oder nach Ungarn und solche Geschichten. Da hast du nämlich irgendwann mal eine Statistik gesehen, wo Pressefreiheit am größten ist und so. Sprich weiter. Ja genau, und da halt, wie gesagt, da werden halt tatsächlich die Medien richtig kontrolliert. Und nachdem Putin an die Macht kam, wurden sämtliche Medieneinrichtungen geschlossen. Oder auch in der Türkei. Und da sitzen hunderte Journalisten irgendwie im Gefängnis. Und ich finde, da gibt es keine Pressefreiheit. Und da gibt es halt eine staatlich gelenkte Instanz, die Zeitungen und so weiter kontrolliert. Und deswegen finde ich ja halt diesen Vorwurf, dass es in Deutschland keine Meinungs- oder Pressefreiheit gibt, völlig unangemessen. Ja, wir lassen es doch einfach mal die Statistik beantworten. Es gibt nämlich diese, wie ich sagte, also es ist die... Okay, da sehe ich schon.
Es ist die Rangliste der Pressefreiheit. Also, ja, ich gucke es jetzt. Ach doch, hier steht's. Press Freedom Index. Könnt ihr also auch selber nachschauen. Und da haben wir hier zum Beispiel Norwegen ganz oben. Auch letztes Jahr schon. Hm. Interessant, okay. Das ist, man hört es immer wieder, so die skandinavischen Länder, die sind Vorreiter für alles. Irgendwie sollten wir da mehr hinschauen. Norwegen, Finnland, Schweden, Niederlande, Dänemark. Das sind die Top 5. Ja. Bis auf Niederlande, alles Skandinavien. Jamaika witzigerweise auf Platz 8, letztes Jahr auf Platz 6. Mal gucken. Deutschland ist auf Platz 13, letztes Jahr auf Platz 15. Da scrollen wir mal ganz weit runter, wo es kritisch wird. Ganz unten haben wir Turkmenistan. Nordkorea, wer hätte das gedacht? Eritrea, Volksrepublik China, okay, das kommt überraschend. Sudan, dann Syrien. Wir schauen mal spaßenshalber, wo sich die Türkei, 157. Was schätzt du, wo sich Amerika befindet? Also, ich würde schon sagen, Top 20. Top 20? Ja. Wir haben die Vereinigten Staaten von Amerika auf Platz 48. Das ist sehr weit hinten. Ja, also da kann sich noch einiges tun. Und das ist eben jenes Land, von dem ich berichtete, dass es ihre Medien da so mit so fertigen Texten abspeist. Da muss ich ihm sagen, da habe ich zu wenig Durchblick. Ich weiß nicht, wie die Medien funktionieren in den USA. Ich verstehe auch dieses, ja, ich auch nicht, aber diese Demokratie dort nicht, die sie haben. Ist auf jeden Fall erstmal eine relativ interessante Übersicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau das jetzt hier, an was das festgemacht wird. Aber es wird schon irgendwie mit Fakten belegbar sein. Taiwan ist auch ganz oben mit, schön. Lettland, Tolli. Schweiz ist auf der 6, Neuseeland, Jamaika, Schweiz, Belgien, ja. Costa Rica. Also Deutschland mit Platz 13 ist schon solide. Ist immer okay. Aber man kann ja nichts mehr sagen in Deutschland. Nee. Hatten wir das Beispiel erst, ne? Als Merkel befragt wurde von einem AfD-Stadtratsmenschen, dass er seine Meinung nicht sagen durfte. Und er sagte halt irgendwie in der ersten Reihe auf einer Pressekonferenz. Finde ich ein bisschen widersprüchlich. Also Leute, bleibt kritisch, seid kritisch immer. Auch was Meinungsfreiheit angeht, so, und wenn ihr euch irgendwie eingeschränkt fühlt, aber bleibt doch realistisch. Ich habe mir das eh über die Jahre so ein bisschen angewöhnt, wenn ich irgendetwas höre, dass ich immer erstmal von der Gegenseite ausgehe, um zu schauen, wie realistisch das ist, oder um es dann damit abzugleichen quasi. So, was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Erdnüsse, also ich muss sagen. Nein, ich hatte noch einen richtig guten Gedanken. Vorhin hatte ich auch noch einen richtig guten Gedanken. Den habe ich zum Glück auch noch präsent, aber es passt jetzt nicht mehr ganz so. Als ich gemeint habe, wenn die Leute über Nacht, ne, alle sagen würden, ey, wir wollen das viel mehr über, nehmen wir was Einfaches. Wir wollen viel mehr, dass über den Skandal Spider-Man und Marvel trennen sich jetzt. Hast du es mitbekommen, Tino? Nein. Das letzte Mal im Brennpunkt habe ich es gar nicht angesprochen, aber Marvel und Spider-Man, die gehen getrennte Wege jetzt. Sony will nicht, dass Spider-Man, also Sony hat die Rechte für Spider-Man und so, und deswegen muss das MCU ohne Spider-Man auskommen. Oh, das ist ganz schlimm. Und das hat diese ganzen Nachrichten das letzte Mal überschattet. Das war viel schlimmer als alles, was sonst passiert ist. Aber könnte auch Batman sagen, er geht jetzt von DC weg? Nein, Spider-Man selbst hat es ja nicht gesagt. Wie gesagt, Sony hat die Rechte. Ja, es ist alles totaler Quatsch. Mir ist es auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen auf die Füße treten, weil, oh, das MCU, das ist so geil. Die 24 Filme, wovon 20 voll identisch sind, die sind alle so tolli. Aber naja, ich fand Homecoming tatsächlich ganz nice. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn jetzt über Nacht alle Leute sagen, ey, ihr hässlichen, versüfften Leitmedien. Seht ihr nicht, was da gerade passiert? Spider-Man ist nicht mehr im MCU. Wenn das alle sagen würde über Nacht, dann würden halt die Medien auch darüber berichten. Und da wollte ich nur sagen, dass ihr als Individuum ganz viel Macht theoretisch habt. Ihr könnt zum Beispiel jetzt, wenn auch irgendwo ein Wald brennt, ja, oder wenn in Hongkong die Kacke am Dampfen ist, wenn ihr alle kollektiv Leute anschreibt, ja, eure Vertreter, ja, im Bundestag oder im Landtag oder so, da kann man schon was erreichen. Und da habe ich nämlich so ein nettes Zitat gelesen. Ich kann es jetzt nur so grob wiedergeben, ich weiß auch nicht mehr von wem, ich sage einfach, es ist von mir. Am leichtesten kann man jemanden seine Rechte wegnehmen, wenn man ihm glauben macht, er hätte keine. Oder seine Macht oder so. Weißt du wie? Ja. Also wenn das Individuum denkt, ich kann ja eh hier nichts ausrichten, kannst du ihm viel leichter quasi das überhaupt absprechen, dass er was machen kann. So. Ja, das denken eben wie eine Million Leute, dass sie nichts erreichen können, und dann bleibt ihre Meinung irgendwie stecken irgendwo. Ja. Und zu Greta Thunberg nochmal, verdammte Scheiße. Habe ich gestern erst getwittert, Mann. Es fühlt sich halt echt so an,
die Leute, die noch nie ernsthaft versucht haben, und ich nehme mich da jetzt nicht mal unbedingt aus, ja. Man kann sagen, okay, mit meinen Videos versuche ich den Leuten irgendwie, ne, ein bisschen gutes Gefühl zu geben oder vielleicht auch zu zeigen, hier, schämt euch nicht so und so, macht einfach, wie ihr seid und kackt euch nicht ein, was die Leute über euch denken und sowas. Aber ganz ehrlich, das würde ich da gar nicht in die Wertung reinnehmen, wenn es darum geht, irgendwie den Planeten besser zu machen. So, aber Leute, die Greta Thunberg für das, was sie tun, wirklich so hart kritisieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass da Leute dabei sind, die selbst aktiv versuchen, den Planeten sauberer, gesünder, besser, gerechter oder sonst irgendwas zu machen. Die sind die lautesten. Ja. Die schreien, hier, die hat da aber eine Plastikflasche. Es ist scheißegal. Also mir ist auch die Person fuck egal. Aber wenn es, hab ich da auch schon gesagt, Mann, wenn es das bringt, dass so eine Bewegung irgendwie da aus dem Boden gestampft wird, dass die Leute sagen, hört doch mal auf, irgendwie sinnlos Plastik darum zu wursteln. Habe ich jetzt wieder gelesen, hat man neulich auch mal vor ein paar Wochen, dass Supermärkte hier in Asien ihre Bananen in so Blätter einwickeln, statt in Plastikfolie und sowas. So, wenn es so eine Bewegung gibt, ja, dann ist doch nice. Ja. Dann kann man auch mal ihre Plastikflasche da stehen lassen. So, die Deutschen, was macht ihr denn? Die Deutschen fühlen sich halt sehr eingeschnitten so in ihre Freiheit, wenn es jetzt heißt, sie dürfen keine Wurst mehr essen und kein Plastikbesteck mehr kaufen. Hm. Habe ich mir auch neulich überlegt, wenn es halt im Menschen einfach so drin ist, bis zu welchem Punkt ergibt es quasi Sinn, dagegen anzukämpfen. Wenn es in der menschlichen Natur irgendwie drin ist, dass er nun mal verschwenderisch ist oder Veränderungen nicht mag oder Verzicht auf Sachen, dann ist natürlich die Frage, inwiefern ist es wirklich im Menschen drin. Mhm. Ja, aber man kann zumindest mal drüber debattieren, ob das ab irgendeinem Punkt, ob man dann sagen kann, das ist natürlich jetzt hier nur gesponnen. Ja, ich will nicht, dass ihr jetzt alle aufgebt und die Welt vor die Hunde gehen lasst, aber nur rein theoretisch. Gibt es einen Punkt, wo man sagt, okay, der Mensch ist halt einfach so. Selbst wenn er jetzt 10.000 Leute irgendwie demonstrieren gehen oder so, der Mensch allgemein ist halt eher so. Und es ist halt irgendwie in der Genetik drin, dass er sich selbst vor den Baum fährt. So. Ja, das ist, denke ich, ja irgendwie auch leider, dass der Mensch verdammt ist zu scheitern und dass er das nicht hinbekommt. Der einzelne Mensch möchte Freiheit und Frieden haben, aber er handelt eben im Kollektiv anders. Das ist halt dumm. Leider. Ich habe mir gestern erst ein Doku angesehen über Anarchismus, über die Ausschreitungen in Griechenland und wie der Anarchismus in verschiedenen Ländern ausgelebt wird und wurde, was es da für Ideen gibt. Und auch da hieß es, dass es zum einen ganz viele kleine unsichtbare Erfolge gibt durch solche Demonstrationen und auch durch solche Beispiele wie Greta Thunberg, die man nicht gleich sieht. Und auch, dass es viele Utopien gibt im Kopf, die auch als Utopien abgestempelt werden, aber man darf nicht aufhören, diesen Utopien zu folgen, weil Utopien sind theoretisch ja möglich. Es ist möglich, dass Menschen auf Plastik verzichten, dass wir die Umwelt nicht so sehr belasten, aber der Weg dahin ist sehr, sehr steinig und sehr, sehr weit. Aber das ist kein Argument zu sagen, irgendwie ich mach's nicht und ich gebe auf. Und ich finde nicht, dass es irgendwie eine Einschränkung der Freiheit ist, wenn man sagt, Leute, fährt mal kein SUV so alleine, wenn ihr nur zum Einkaufen fahrt. Es ist einfach ein Verzicht für eine bessere Welt. Und das darf man nicht sehen als Einschränkung der Freiheit. Es ist ja auch so ein Stück wie das Smartphone zum Beispiel. Bevor das Smartphone da war, hatte keiner das Verlangen, ich brauche jetzt ein Telefon, das ich streicheln kann, um es zu bedienen. Ja. Und wenn es ein SUV gar nicht gäbe, vielleicht würde es halt auch keiner vermissen. So. Man muss vielleicht manchmal die Menschheit zwingen zu ihrem Glück. Ich stelle es in Frage. Wenn wir auch gerade bei so apokalyptischen Sachen sind, können wir vielleicht die Schere ein bisschen schließen und zurück zu unserem eigentlichen Thema kommen. Wenn das jetzt wirklich irgendwie Zombie-Apokalypse oder sagen wir Weltuntergang durch Klimaapokalypse, ja? Ja. So. Und es überleben aber natürlich ein paar Leute, die ganzen Reichen überleben in ihren Bunkern, kommen dann wieder raus. Und es gibt keine Medien mehr in dem Sinne. So ist klar, es gibt noch Bücher und sowas. Aber würde das jetzt wirklich für eine bessere Welt sorgen? Weißt du, selbst klar, man kann Leute manipulieren und ist definitiv möglich. Ob es jetzt natürlich stattfindet, das ist erstmal, das kann jeder selber beurteilen oder sich eine Meinung bilden oder spekulieren oder was auch immer. Aber wenn es nicht so ein übergeordnetes, also so eine Vernetzung, ja, kein Internet, nichts, was irgendwie die Welt so verbindet, ich weiß nicht, ob das unbedingt zu was Besserem führt. Wir hätten weniger Angst, glaube ich. Ich glaube, diese vielen Schreckensmeldungen machen uns viel mehr Angst.
Das ist möglich. Und es wird ja auch viel aufgebauscht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass durch so eine internationale Verknüpfung und halt, dass, wenn was Schreckliches passiert und darüber berichtet wird, dass das schon auch ein Stück weit, ja, vielleicht so eine kleine Einigung. Also natürlich gibt es auch genug Sachen, die dann irgendwie spalten, aber das ist so eine Art von, also dass man einfach weltweit vernetzt ist durchs Internet und so. Also für mich persönlich ist das schon so ein Gefühl von, man ist sich irgendwie ein bisschen näher. Man rückt, so man als, rückt zusammen, als ein, klar. Eine ja. Spezies, sag ich mal. So, und wenn man aber das jetzt gar nicht mehr hat und nur so kleine Stämme, dann wird es halt irgendwie eher mittelalterlich hier, der baut sein Königreich auf und dann wird es wieder bekriegt, weil der hat auf meinem Acker hingeschissen und ich weiß nicht, ob das so viel besser wäre, wenn man das jetzt... Und auch, wie will man es denn verhindern, wenn es jetzt Medien gibt? Es wird halt immer jemanden geben, der... Ja, die Globalisierung an sich, die schreitet voran und man kann sie nicht mehr aufhalten. Aber die Frage ist trotzdem, wann die Nachteile überwiegen von dem Ganzen. Und ich glaube, das habe ich mal gelesen zum Thema Terrorangriffe, dass es früher viel mehr Terroranschläge gab, also so in den 80ern, 70ern. Aber heute haben die Menschen mehr Angst davor, weil Deine einfach Freunde viel mehr berichtet von der wird. RAF zum Beispiel, gell? Zum Beispiel, ja. Mhm. Und meine Freunde. Ja, und gab es halt viel öfter, aber heute haben die Menschen mehr Angst davor. Und das ist so diese gefühlte Wahrheit, die irgendwie durch die Medien verbreitet wird. Und auch der Nachteil durch soziale Medien ist ja, dass alle Informationen streuen können. Ja, das die stimmt. Die nicht mal stimmen müssen. Was du gerade gesagt hast, ich überlege mir ja auch, ob das wirklich so ist. Ob wirklich die Angst so groß ist oder ob einfach nur die Leute, die wirklich Angst haben, einfach viel lauter sind durch auch die Möglichkeit der Medien. Ja. Ich weiß nicht, wenn man jetzt die einzelne Person auf der Straße fragt, hast du Angst, dass hier irgendwie die Tage ein Terroranschlag passiert oder so? Ich glaube nicht, also gehe ich jetzt auch wieder sehr stark von mir aus, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass viele sagen, ja, Alter, ich bin hier, jederzeit bin ich hier auf 180, Mann, das kann jederzeit passieren. Ja doch, die Leute gibt es, so Bildleser und anderes, die Angst. Weißt du, die so richtig durch den Alltag gehen. Die gibt in jedem Moment kann es passieren. Die gibt es, die Menschen. Ja, aber das ist doch trotzdem eine Minderheit, oder nicht? Die halt sehr laut ist, würde ich jetzt vermuten. Ja, aber das reicht ja aus. Und auch diese laute Minderheit manipuliert. Ist das dein Wasser? Nein. Das ist meine... Das steht hier so rum. Ob ich mir einfach was davon nehme? Machst du einfach. Ja. Erfährt nie jemand. Da ist kein Name drauf. Oh fuck. Jetzt kommt da jemand an die Tür. Oh nein. Kennst was du haben die? Sie sich? Ja, die habe ich quasi hier reingeholt ins Boot. Du hast die hier reingeholt? Ja, sie haben nämlich eine FSJlerin gesucht und ich kannte eine, die. Ach du hast denen geholfen, hat. Jetzt die Leute auszubeuten. Ja, so für quasi. Schön 300 Euro im Monat. Ja? Guter Stundenlohn. Na, was ist ein FSJ? Ich vermittle auch euch. FSJ, das sind, wollen wir es jetzt ausrechnen, 40 Stunden die Woche, 300 Euro. Es ist eine Ausbeutung, keine Frage. Gerade 80, ich bin auch Mathe, Robin. 160 Stunden. Ja, 160 Stunden. Lehrjahre sind keine Ehrenjahre. Das sind ja nicht mal 2 Euro pro Stunde, was du da verdienst. Ja, ich weiß. Geil, Tino. Besser als Praktika, wo du gar nichts verdienst. Hört man mein geklautes Wasser hier gerade sprudeln? Ey, wir arbeiten noch quasi hier umsonst. Wir arbeiten hier ehrenamtlich. Wenn da nicht mal eine Flasche Wasser drin ist, dann bin ich enttäuscht. Das ist sehr gutes Wasser. Ja. Also ich habe das schon öfter mitgekriegt, geklautes Essen. Schmeckt einfach besser. Irgendwie schon, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber letztens war ich zu einem Dreh, wo ich ganz viel Essen gesponsert bekommen habe. Ja. Und da waren Leute da, die meinten, also wenn ich in diesem Laden bin, der das Essen gesponsert hat, da kann ich mich immer nicht entscheiden, was ich kaufen soll. Es sieht alles so toll aus. Mhm. Es liegt hier in Kisten vor mir. Ich kann es mir einfach kostenlos nehmen und ich habe keinen Hunger drauf. Es ist ich echt, weiß nicht, was das für Idioten waren. Also wäre ich in der Situation, würde ich ganz, ganz viel essen. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass zumeist bei solchen Events dann das Essen schon einen Tag alt ist und nicht mehr ganz so hübsch aussieht. Tatsächlich, aber einen Tag, finde ich, geht's noch. Es war ja vom Vorabend quasi. Finde ich auch. Nur noch einen Tag später ist es dann echt schwierig. Scheint ein guter Dreh gewesen zu sein. Ja, hat Spaß gemacht. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ich auch. Okay, schön. Leitmedien. Wann haben wir eigentlich angefangen? Irgendwas? 25, 24? Ja, sowas. 25 haben wir angefangen. Dann müssen wir aber hier. Ja. Müssen wir uns beeilen. Wir haben noch so viel zu sagen zu dem Thema. Nee, also es ist halt so, es gibt keine definitive Antwort. Also es passiert definitiv zu einem gewissen Grad. Aber wo ich noch reinhaken wollte, man kann das so ein bisschen runterbrechen zu dem Sprichwort dumm, aber glücklich. Mhm. Und Informationen machen einen erst unglücklich.
Und es sind oftmals Menschen, die intelligenter sind, die an Depressionen erleiden. Du solltest vielleicht wirklich mal Matrix gucken. Da ist ja so eine große Ich habe ihn doch Bildungslücke bei gesehen. dir. Ja, Da gibt es ich nämlich schaue ihn mir einen, an. der heißt Bullseye. Nee, ist das Bullseye? Bullseye. Nee, Cypher heißt der. Wir Cypher. machen mal einen Spoiler Filmabend. übrigens, der ist nicht so glücklich, als er erfährt, dass er aus der Matrix rausgenommen wurde. Also die Matrix ist quasi das Leben, wie wir es jetzt hier gerade wahrnehmen, so. Aber außerhalb ist halt, kriegst du einen Schnöpsel rausgezogen am Nacken und bist dann in der echten Welt, die natürlich auch diese hier ist, aber in 100 Jahren und übelst abgefuckt, so. So, und er sagt dann halt später, ich will wieder rein, ich will, dass ich das vergesse Ja. und wieder in meiner Traumwelt leben. Man kann So. Dinge nicht vergessen. Und ich denke, durch diese Informationsflut, die es gibt, durch diese sozialen Medien, dass deswegen auch die Angst und Unzufriedenheit wächst. Obwohl es uns eigentlich so gut ge geht, zumindest in Deutschland, wie noch nie. Ja, wir haben eigentlich klar die Schere Arm und Reich und solche Geschichten, aber prinzipiell gibt es weniger Obdachlose und weniger Menschen, die hungern in Deutschland. Es sind halt mehr Leute geworden, die sich mehr leisten können. Aber auch da, ich sage dir, da muss ich halt irgendwie mal eine Be Welle in Bewegung setzen. Wir starten die heute hier einfach mal. Wenn die alle Nachrichtensender anschreiben und permanent fordern, ey, berichtet doch mal irgendwie positive Sachen nur. Wir machen mal den Positiv. Es gibt keinen Wochentag mit P, aber ne, nehmen wir jetzt mal an, der Pittwoch. positive Pittwoch. So, Ja. ja. Und da wird nur über Gutes berichtet. So, ich glaube, dass das schon für die allgemeine Stimmung Das wäre eine was Förderliches Manipulation. sein kann. Das wäre eine Das Manipulation. ist. Ja. Ja. Wie Nordkorea, warum nur Aber will man Gutes denn. berichtet wird. Also, wer hat denn Interesse daran, so insofern manipuliert zu werden, dass man schlechtere Laune hat? Also Und man vielleicht will ja bin die ich da auch Wahrheit. einfach von mir ein bisschen voreingenommen, weil Weil die Wahrheit scheiße ist. Und ich man will ja die Wahrheit manipuliere mich erfahren. sehr oft so, dass ich gute Laune habe und ich lebe damit sehr, sehr gut. Ja, du vielleicht, aber die Menschen, denen es nicht so gut geht, die brauchen diese Aufmerksamkeit. Man muss den Leuten in die Fresse prügeln. Es gibt Menschen, die sterben jeden Ja, aber Tag. es wird doch nur über irgendeine Scheiße berichtet. Oh, der Politiker ist wieder irgendwie Fotzen gewesen und der Prominente, den kein Mensch interessiert, der ist gestorben. Jetzt sind wir Aber. alle ganz doll traurig. Und die Flüchtlinge haben wieder ein Flüchtlingsheim von selber angezündet, Genau, haben wieder ja. nicht gerafft, wie der Herd funktioniert. Die dummen Scheiße. Fuck. So funktionieren Medien. Ja, also du weißt ja, wie ich es meine. Mann. Aber das geht nicht. Also, Was weiß ich, was willst du es reinschreiben? war. Gestern hat Helene Fischer ein tolles Konzert gegeben. So. Das will Ja, keiner lesen. doch. Es geht Ein darum. Veranstaltungskalender. Man weiß in Weimar nie, was hier Geiles geht. So. Gibt's doch. In der TA. Ja, aber hab ich früher ich meine geschrieben. doch deutschlandweit. Deutschlandweit, hey, heute, wenn ihr heute mal geil was Ja, heute gibt es erleben in Weimar im C-Keller gibt's heute Rave-Abend. Steht dann in der Bild ganz groß. Ja. Das will auch keiner wissen. Das ist doch nicht Ja, die aber. Zielgruppe. Es muss sich doch mal drehen. Vielleicht war mein Ansatz ein bisschen zu sehr auf Hardliner, aber Du brauchst doch nehmen wir die das Beispiel. Aufmerksamkeit. Guck doch mal, ist doch jetzt die Zeit gekommen, so Umweltschutz, ja? Es wurde doch sehr grün gewählt. Das Ja. wurde nicht getan, weil die Grünen jetzt unbedingt die Sympathisanten sind, ja, dass die nur die geilsten Politiker bei den Grünen sind oder sowas, sondern um ein Zeichen zu setzen. Vielleicht Das ist quasi. schon. Ja, es war ja eine Protestwahl gegen die Protestwahl, so ein bisschen nun. Ja. Ja, wir wollen ein Zeichen setzen, als hätten die nicht Grüne geheißen, sondern die Jagdwurstfreunde oder so, hätten sie die Leute nicht gewählt. Sind wir Nee. uns mal einig, ja? Ja. So. Und Da geht es ja um die Inhalte. wenn jetzt aber die Leute, und ich glaube, das passiert ja auch gerade, vielleicht regen wir uns ja auch völlig umsonst auf, wenn jetzt die Leute immer lauter werden und sagen, hey, schaut mal, dass wir vielleicht ein bisschen was für die Umwelt machen und kein Plastik in die armen Fischbäuchlis reinmachen. Schauen wir mal, dass vielleicht in Hongkong nicht die ganzen Demonstranten niedergeknüppelt werden. Das ist so ein bisschen, vielleicht shiftet es ja in diese Richtung. Angebot und Nachfrage. Wenn kein Schwein mehr sich dafür interessiert, wer jetzt wieder irgendwo einen Amoklauf gemacht hat, guck doch mal, in Amerika ist es doch längst so. Da ist da fast jeden Tag, sind zwei, drei Da berichten die gar Amokläufe. nicht mehr drüber, Ja, ne? ist halt wirklich so. Außer Also, über ganz große, wenn so 100 Menschen genau, es sterben. ist halt wirklich so. Es Ja. müssen erstmal so 10, 20 plus müssen sterben, da dreht sich dann ein Arsch nach. So. Und wenn wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, Bild-Zeitung, uns interessiert es wirklich nicht mehr, ob jetzt irgendwie Prinz Charles irgendwie mit Kate Winslet oder wie die da alle heißen. Irgendwie Händchen gehalten hat oder sowas. Das interessiert uns einfach nicht mehr.
Angebot und Nachfrage. Wir wollen wissen, wo brennt's? Wir wollen wissen, wo brennt's jetzt nicht mehr? Wir wollen wissen, was hat jetzt hier für eine geile Agentur schon wieder eine übelst geile Idee, um Plastik zu ersetzen mit Bambusschalen oder was weiß ich. Unser Anspruch sollte es sein, dass alle Medien nur noch den Brennpunkt Internet hören und sich da ihre Quellen raussuchen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Übrigens, wir sind Brennpunkt Hörerwunsch heute, meine ich Brennpunkt Internet. Ihr könnt uns kaufen für 20 Euro. Ist vielleicht ein bisschen spät, um das zu erwähnen, weil bis hierhin ist egal. Schalten die meisten ab. Ja, statistisch gesehen. Nein. Also eine Spende von 20 Euro und wir geben euch dafür ein schönes Thema. Ein schönes Thema eurer Wahl. Also ihr gebt es uns und wir reden darüber. Wir besorgen es euch. Richtig. Genau. Nee, also ich finde, das braucht auch die negativen Schlagzeilen, um aufmerksam zu machen auf eben diese Flüchtlingssituation, auf China. Das sind halt keine schönen Themen. Das ist wichtig. Um die Welt positiv zu machen, muss man auf die negativen Sachen auch so ein bisschen zeigen. Ja, aber come on, Tino. Ich habe jetzt keine Statistiken da. Toll, aber als neulich der Ausländer wieder mit seinem Dönermesser so in niedergestochen hat, ja. Das war das Thema Nummer 1. Rauf und runter durch die Bildzeitung gepeitscht. Aber ich wette, dass es auch fast täglich dort vorkommt im Großdeutschen Reich, dass irgendjemand mit einem Messer niedergeknüppelt wird. Das stimmt wirklich. Und da wird halt nicht täglich drüber berichtet. Das stimmt wirklich, dass die Berichterstattung von kriminellen Errungenschaften von Ausländern mehr verbreitet werden als von Deutschen. Auch in den USA von Schwarzen ist es immer viel relevanter für die Medien, als wenn es von Weißen ist. Hm. Also da gibt es tatsächlich es korreliert so ein bisschen, also diese wie viele Morde es von Weißen gibt, von Schwarzen gibt und die Berichterstattung. Hm. Also laut Gefühl der Medien oder laut Gefühl der Leser der Medien gibt es viel mehr Ausländer, viel mehr Schwarze, die Straftaten begehen, obwohl die Wahrheit eigentlich also ganz anders aussieht. Das stimmt wirklich. Und da findet eine Manipulation statt und da muss man ansetzen. Und wie setzt man da an? Schwierig. Also kann man eigentlich nicht machen, weil die Medien frei sind. Ganz ehrlich, mir ist scheißegal, wo irgendein Mord und Totschlag passiert. Also klar, wenn es so ein Großevent ist, ja, wenn irgendwo ein Attentat ist, sowas Neuseelandmäßig ist, dann will ich das schon auch erfahren. Aber ich weiß halt, dass täglich irgendwo irgendwen jemanden umbringt. So. Das muss ich halt nicht jeden Tag hören. Das muss ich auch nicht jeden Tag in der Bildzeitung stehen. Hast du gewusst, dass über Suizide nicht berichtet wird, absichtlich? Um das nicht zu promoten, oder? Genau, um die Menschen nicht zu triggern. Das ist echt so ein Mediending. Also es wird ich dachte eher, dass die Leute nicht denken, wenn ich mich umbringe, dann werde ich ein bisschen bekannt oder sowas. Genau, wenn du jetzt in deiner Wohnung erschossen wirst, von mir zum Beispiel, wird das morgen in der Zeitung erscheinen, aber wenn du dich selber erschießt, dann nicht. Ja, außer du bist prominent oder ist irgendwas Besonderes passiert, dass du irgendwie, weiß ich nicht, dass drei Busse gleichzeitig nicht reingefahren sind. Ja, sowas Besonderes. Aber prinzipiell über Suizide wird nicht gesprochen, außerhalb von großen Leuten. Ich glaube, das ist auch physikalisch gar nicht möglich, dass drei Busse gleichzeitig nicht reinfahren. Also wirklich, dass sie gleichzeitig deinen Körper berühren. Es ist möglich. Das ist nicht möglich. Weil guck mal, wenn die alleine von links und rechts kommen, da passt der dritte ja gar nicht mehr. Wenn die so in einem Dreieck, wie dieses Biohazard-Zeichen da, oder nee, wie dieses Atomzeichen meine ich, wenn die so dreieckig von drei Seiten kommen, dann bist du ja in der Mitte quasi sicher. Sagen wir drei Busse mit so ganz spitzen Vorderfronten. Also die haben sich vorher schon so in eine Gasse Genau. Genau, und dadurch haben sie Spitze. Richtig. Ja. So geht's. Dann schon. Das wäre was Besonderes. Davon würde ich dann berichtet haben Richtig. Wollen. Richtig. Gut. Ja, die bösen Leitmedien. Nee, aber ich weiß nicht. Ich finde, es ist was dran. Ich finde, ich mache das schon gut. Das machst du sehr gut. Also ich bin vielleicht manchmal durch die allgemeine Meinung von Reddit gefärbt, aber an sich gucke ich ja, weißt du, guckt mal beim Guardian rein zum Beispiel, ja. Und guckt man mal woanders, guckt man mal bei BBC auch mal rein oder so. Wenn man da so verschiedene Quellen Russia hat. Russia Today, RT Deutsch. Nein, aber das sind die besten. Also, da habe ich mir auch schon Videos von angeguckt. Ich auch. Also klar, das steht ja jetzt mittlerweile auch bei YouTube drunter, müssen sie ja jetzt. Ist teilweise finanziert von vom russischen Staat oder sowas. Ja. Das finde ich erstmal ganz gut. Und manchmal machen die ja einfach neutrale Berichterstattung. Also, das gibt's sofern auch. Es halt möglich ist, bei einer Demonstration einfach draufhalten ohne Kommentar oder sowas. Auch das gibt es. Habe ich mir es. Auf jeden Fall von RT Deutsch auch schon mal angeschaut. So. Also man kann so ein bisschen konkludieren, auf jeden Fall gibt es das, die Manipulation, auch so eine gewisse Steuerung, aber die nicht wirklich bewusst ist. Es ist eher so eine es wird nach Relevanz sortiert, aber es gibt halt keine krasse Meinungsmache. Die gibt es nicht, glaube ich nicht, die gibt es eher woanders. Und ich finde, wenn man
bevor man es hier kritisiert, sollte man mal gucken, was in Russland passiert oder in der Türkei, wo YouTube zeitweise gesperrt sind und Twitter, weil die echt Angst haben vor Kritik aus dem Ausland oder auch aus den eigenen Reihen. Mhm. Also die Relevanz ist einfach eine ganz andere. Wenn man es halt wirklich, weil wir das ja auch schon ein paar Mal hatten, mit der DDR vergleicht. Ja. Ja. Die Partei hat immer recht. Das ist ja auch gerade so ein bisschen wie in China. Es gibt ja diese große chinesische Volkspartei. Mhm. Und die Hauptchinesen, die nicht Hongkongesen sind oder was weiß ich, Taiwanesen, Taiwan ist eh einzeln, aber die sagen ja auch, ey, das ist voll super. Und die aus Hongkong, die sind voll dumm. Uns geht's doch gut so weit. Aber sind halt in der Position, die trauen sich nicht, was gegen ihre Regierung zu sagen. Und solche Positionen. Und das darf nicht passieren. Das gibt's halt in Deutschland nicht. Wer traut sich denn in Deutschland nicht zu sagen, Merkel, guck mal, die ist fett, lol. Ja. So. Wenn du in fucking China sagst, der sieht aus wie Winnie Pooh, dann kommst du ins Gulag. Winnie PewDiePie. Dann, PewDiePie hat geheiratet, müssen wir drüber reden. Glückwunsch. Winnie PewDiePie, ja. Und das sind halt, da muss man doch erstmal hinkommen. Das gab's halt nicht mal in der DDR, glaube ich. Also so Winnie Pooh-mäßig. Ich glaube schon, dass man da hier, oh, der Honecker, der hat eine große Brille, lol. Ich glaube nicht, dass man da direkt irgendwie weggesperrt wurde. Ja. Aber, ne? Die DDR war schon scheiße, sowas angeht, auch so Kritik an der Regierung. Aber es war nicht so schlimm, dass man sofort ins Gulag kam, wenn du jetzt dich lustig gemacht hast über Honecker. Und der Punkt ist, glaube ich, wie viele, unsere Eltern vielleicht auch, weiß ich nicht, wie viele gibt es denn, die sagen, wir hatten trotzdem eine gute Zeit da, uns ging es halt gut. Mhm. So. Da sagt ja auch erstmal keiner was. Ist ja schön, wenn ihr eine schöne Zeit hattet, aber trotzdem ist es vielleicht nicht erstrebenswert, in so einer Welt zu leben oder in so einem System. In so einem falschen Kommunismus. Ganz ehrlich, so ist es bei uns heute nicht. Und das ist gut so. Ja. Schön. Dann gut, wollen wir noch ein bisschen über Walnüsse reden? Ja, Walnüsse. 5 Minuten haben wir noch. Die Woche würde ich mit 2,0 bewerten. Falls ihr denkt, dass dieses Thema nicht genug Stoff liefert, um eine Stunde zu füllen, könnt ihr ein Thema eurer Wahl hinzufügen. Tim K. Der hat echt viele Klicks, Mann. Habe ich vorhin angesprochen. War Tim K. nicht der Amokläufer von Winnenden? Genau der. Der ist jetzt wiedergeboren als fetter Harley-Davidson-Fahrer. Ach schön. Der gerne sagt, Flüchtlinge sind böse. Naja, und Merkel... DDR 2.0, was machst du aus uns? Wach endlich auf. Ich gebe mal kurz ein. Warum das hat der arme Amokläufer nicht verdient mit dem Namen. Unglaublicher Eklat. Merkel lacht Trump aus. Das war lustig, hast du gesehen? Habe ich gesehen, ja. Und er macht halt direkt, er ist halt, ganz ehrlich, Mann, der hatet diese ganzen Leute ab. Er ist halt die Bild-Zeitung. Ja. Ich lese jetzt nur mal so ein paar Titel vor. Haltet Stand gegen Hass, Unrecht und Intoleranz. Feinde in den eigenen Reihen. Man will mich erpressen, groß geschrieben. Beschützer schutzlos, groß geschrieben. Mobs. Tödlicher Hund. Mob verletzt 4, ich vermute, Passanten. So, ein Mob vor 4 Tagen. Er haut halt auch jeden Tag ein Video raus, ne? Wollte er nicht auch gegen Hurricanes irgendwie Atombomben werfen? Hä, das war Trump. Das hat Trump gesagt, tatsächlich. Ach so, ich dachte, es geht um Trump. Nee, Tim K. Ach, okay. Sie greifen an, lasst sie kommen. Alter. Naht mein Ende. 250.000 Aufrufe. Es beginnt. Prometheus geht online. Keine Ahnung, was das ist. Geduscht und gestylt. Königin Rakete gewährt Audienz. Rakete? Ja. Rakete? Meint er diese... Ja, er meint sie. Das Märchen von Rassismus und Intoleranz. Das gibt's gar nicht. Fuck, Alter. Integration. Ich lese schon, was ich lesen will. So, unfassbar. Rassismus mitten unter uns? Unbeschreiblich. Folter auf dem Mittelmeer. Das ist dann halt wahrscheinlich so, ist egal. Toller Typ. Aber es ist halt echt so, es ist so fucking Bild-Zeitung. Er nimmt halt, okay, nehmen wir auch Schwarz-Weiß-Rot, sind auch unsere Farben, nimmt auch die Bild-Zeitung. Hat auch Hitler erfolgreich schon genommen. Ich würde sagen, wir nehmen Rot-Schwarz-Weiß. Wir haben ja mehr Rot als Schwarz. Das stimmt. Weil Rot einfach schön ist. Also mehr Anarchie. So, guck mal hier rein. Das ist halt, das sieht aus wie eine Bild-Zeitungsüberschrift, oder nicht? Clickbait. Beschämend, großgeschrieben, Ausrufezeichen. Behaltet eure Feigheit und Heuchelei. Er macht halt Clickbait. Was willst du tun? Vor 3 Wochen habe ich da eben drüber gesprochen. Syrer tötet Mann mit Schwert. Tim K. Nichts als die Wahrheit. Ja, ja. Das ist halt auch,
diese gleiche Riege, die damals bei dem Rezo-Video so ausgegraben haben, dass der Rezo ja gekauft ist von den Grünen, weil im Impressum von Rezo stand eine Agentur, die ihn verwaltet, die auch schon mal mit den Grünen zusammengearbeitet hat für eine Werbekampagne. Mhm. Eine Agentur, die man halt kaufen kann sozusagen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Grünen direkt Rezo vorgeben, was sie sagen. Also das ist so ein Die könnten auch die Kampagne gemacht haben von Almigurt. Ja. Da stecken die Grünen dahinter. Hinter Almigurt. Ja. Es war, also es ist an sich ein sehr schönes, an sich ein sehr schönes Thema, aber man verfängt sich irgendwie so. Man weiß nicht, was man so abschließend sagen soll, weil es ist also, was dran an der Manipulation. Es ist was dran, aber es ist halt nicht alarmierend. Wenn man ein bisschen vernunftbegabt ist, kann man da halt auch drüber hinwegsehen. Also dieses Funkding, ich krieg's ja mit. Ich gucke ja ab und zu mal, zwangsläufig sehe ich ja, was so für Leute bei Funk sind und was die für Meinungen vertreten und so weiter und so fort. Hm. Aber das heißt ja gar nicht, dass ich das für mich annehmen muss. So, richtig. Wenn ich das weiß, die haben da eine gewisse Agenda nicht, dann würde ich nicht mal sagen, der Staat sagt, ihr müsst jetzt irgendwie eure Meinung so 100% da rein. Aber das, wie du es halt sagst, ne, dass man so ein bisschen das vertreten möchte, dass alle willkommen sind und so, das finde ich auch ganz gut. Aber wenn es dann reziprok heißt, Witze aufgrund von Minderheiten sind nicht in Ordnung, das dürfen wir nicht mehr machen, dann finde ich es nicht so geil. So. Mhm. Aber da kann ich ja drüber hinwegsehen und weiß das als vernunftbegabter Mensch. Und sage, ich begebe mich jetzt vielleicht nicht in meine Bubble. Und dann geht das schon. Schönes Schlusswort. Gell? Finde ich auch. Schulz. Ja, ich hoffe, es war okay für dich, Fatih. Ich war ja jetzt auf der Gamescom, hab dich nicht nochmal gesehen. Aber wie gesagt, er hat ja hier so ein Foto beigefügt. Das ist halt einfach mal 2012 gewesen. Good times. Good times. Gute alte Zeiten. Schöne Frisur hast du. Ich hoffe, du hast sie immer noch. Ja, gut. Fatih, liebe Grüße an dich. Kommen wir uns mal besuchen in Weimar oder so. Ja, und alle anderen, falls ihr euch ein Thema wünscht, was so professionell berülpst wird, 20 Euro PayPal oder als Leserbrief. Aber da kann, ich habe es echt, er hat ja hier Geld mitgeschickt über diesen Brief. Es wundert mich wirklich, dass das Geld bei uns angekommen ist. Ja, ich auch tatsächlich. Es war eingewickelt in Alufolie. Das Clevere war, ich glaube, er hat es ja in den Brief reingeschrieben, wie viel Geld dabei ist. Ja. Ich glaube, das war der Lifehack. Okay, Leute. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Brennpunkt-Hörerwunsch. Ich gebe euch ein Küsschen. Hauptküsschen. Bis bald.